Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, ein Camp-Umzug steht an. Das machen wir aber erst als zweites. Oh, da ist eine Klapperschlange. Ich glaube, da ist eine Klapperschlange. Ganz ruhig, Pferd. Ganz ruhig. Ich knall das Biest ab. Genau. Als erstes, nachdem wir von der Klapperschlange geflohen sind, werden wir zu Maika reiten und ihn ordentlich umbringen. Nee, wir werden aber hinreiten und sehen, was er will. Und dann wird es Zeit für ein neues Lager an dem perfekten Ort. Schade, dass wir dann da auch irgendwann wieder weg müssen. Ist egal. So, vielleicht wäre eine Navigationsroute doch ganz praktisch. Nein, nicht dahin. Zu Maika, bitte. Dankeschön. Ich habe echt keine Ahnung mehr, was der gerade von uns will, aber es kann nur Schlechtes bedeuten. Deswegen wollen wir das auch noch abhaken. So. Oh, da schießt jemand. Da mische ich mich doch gleich ein. Vorsicht, mein Goal. Er schießt. Er hat Geld. Oh. Nur der wieder wetten will. Ich dachte, ich kann ihn ausrauben. Beziehungsweise, ich könnte ihn ausrauben. Ja, ich fülle nur kurz mein Dead Eye auf. Ohne das. Ja, ich fühle mich auch super. Ja, mehr Geld, wenn ich überhaupt Geld habe. Ja, natürlich. Nein, ich brauche noch eine Waffe. Springfield. So. Annehmen. Sehr gut. Ha! Okay, my friend, let's do it. Just like the last time, okay? Who can shoot the most bottles? Just throw your gun and aim when you're ready. All right? Ja. Shoot! Wo sind die anderen Flaschen? Also die kleinen. Yes. Die kleinen, die sehe ich ja kaum. Maldito! You just got lucky. Nein, das war kein Glück, das ist Talent. That makes you feel better, sure. Oh, that was damn pathetic. How about another round, huh? Raise stakes. Natürlich, immer doch. Gern auch für $1,000. That's a good call, amigo. All right, real simple. First one to hit 4 flying birds wins. Okay, nichts leichter als das. Stand near me, and as soon as they come out, it's anyone's shot. Be patient. Pferd kackt wieder. Ah, there they go. Shoot! Komm schon. Ohne Dead Eye kriege ich das nicht hin. Wieso markiert er eigentlich? Ah, ich muss Q drücken. Ich hab's wieder rausgefunden, warum er nicht markiert. Ja, das kann jedem mal passieren. Mach dir nichts raus. That's good shooting, I guess. Schanke dün. Here it is, okay? Bam, $30 verdient. Appreciate it. Sure. Oder auch nicht. Better watch out next time. You'll see. Dachte, ich habe zuerst 10 gewonnen und jetzt 20. Naja. Im Rechnen war ja auch nie gut. Der wird's also auch nicht sein. So, jetzt wird's mir aber wieder viel zu dunkel. Dann nutzen wir hier mal ein wunderbares Feature und überfallen jemand anderen. Nee, das muss nicht sein. Camp aufschlagen. Camp? Aktivitäten in der Nähe. Was denn für Aktivitäten? Der Zug, der vorbeifährt. Na, doch keine Aktivität. So. Ein Kojote. So. Jetzt wollen wir mal hier ordentlich campen. Das mache ich auch in den Shootern ganz gerne. Einfach in der Ecke verziehen und warten, beziehungsweise schlafen, bis zum Morgengrauen. Ah, das hat Arthur sich aber auch mal verdient. Eine richtig lange Nacht. Tja. Jetzt müssen wir es wieder abreißen. Und wieso habe ich da wieder einen Feind in feindlicher Richtung? Na, schau mal gleich mal nach. Komm hier, mein Gaul. Dem Feind entgegen.
girl. Yep. Was wollen die denn von mir? You good girl? Wer seid ihr denn? Kopfgeldjäger. Oh, das tut mir aber leid für euch. So, für mich. Eins. Zwei. Ja, ich weiß, ich schieß nicht gut. Ich schieß nicht gut, ich weiß. Komm schon, wenigstens ein ohne Dead Eye. Das war mit Pferd. Entschuldigung. Nein, du bist tot. Da hat er sich einfach geirrt. Aber Irren ist menschlich. So. Ich hoffe, das waren reiche Kopfgeldjäger. Wir werden es rausfinden. Zweimal... Platin-Taschenuhr. Können ja nicht mit leeren Händen die hier umgebracht haben. Wird eine Lehre sein, mich zu jagen. Ich glaub's zwar noch nicht, aber trotzdem. Ja, mit eurem guten Zeug. Na, also. Schon wieder $31. Satteltasche durchsuchen, das klappt bei toten Pferden leichter. Die treten dann nämlich nicht zurück. Also nicht bewusst. So. Und eine Satteltasche haben wir noch. Dann sind wir emotional ja schon mal eingestimmt auf das Zusammentreffen mit Maika. Das wird definitiv nicht besser verlaufen. Ein Goldnugget. Ich mag Nuggets, egal ob Hühnchen oder Gold. Kann denen zumindest immer was abgewinnen. So. Selbst schuld, wenn sie mich hier angreifen. Gibt's hier noch ein schönes... wir könnten mal ein Schwein... Kann ich den einfach ausschalten? Was ist da drin? Ich würde den halt ungern töten. Einfach mal so ordentlich auf die Fresse geben, das wäre doch was. Naja. Können wir auch wann anders machen. Ich schätze mal, wir können einfach über die Brücke hier reiten. In der Hoffnung, dass dann im entscheidenden Moment kein Zug kommt. Aber theoretisch, wenn wir schnell sind, ist das doch eine gute Abkürzung. Ist zumindest der direkte Weg. Weiß jetzt nicht, ob es per se kürzer ist. Mensch, ich werf ja recht sogar einen Schatten. Das ist richtig genial. Fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Glaub, ich bin immer wahnsinnig fokussiert auf die Strecke vor mir, dass ja kein Zug kommt. Was haben wir da links eigentlich für Hütten? War man da schon? Die wird mich noch interessieren. Die sehe ich jetzt. War man da schon mal? War ich da schon mal? Oder ist es einfach so eine Billo-Hütte im Wald? Kann die was? Ich glaube, hier war man schon mal. Sind rumgegangen und sind dann hier nicht reingekommen. Ja, das war die mit Schloss. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Nein, Roadkill. Mein Pferd hat irgendwas wieder überritten. Wir hatten eine ganze Schafherde. Oder sind das Schweinchen? Müssten eigentlich Schafe sein. Und die sehen so glatt aus gerade. Nur mal kurz nachschauen. Was hat denn hier Springfield hat doch. Ich will mein Visier wieder haben. Ich dachte, das hätte das Visier gehabt. Ah, das hat das Visier. Nee, sind Schäfchen. Na ja, gut. Wird schon brutal genug, wenn wir jetzt Maika treffen. Entweder für ihn oder für mich. Eine Lokomotive. Können wir gleich ausrauben. Zweifel aber, dass sie gutes Zeug hat. Und zu viele Zeugen im Moment. Tja. Ja. Irgendwann werden wir an Bord springen. Nicht, wenn ich viel Kopfgeld habe und nur $30 auf meinen Namen. Gerade mal $30 auf meinen Namen.
Oh, noch ein Roadkill. Mensch, die sollen mir nicht immer unter die Hufe springen. Das tut mir dann immer ein bisschen leid. So. Ja, ist ja gut. Wusch doch nicht so laut wiehern. Oh, ziemlich gesprächig, das Pferd, muss ich sagen. Ziemlich gesprächig. Nein. Da ist ja der Weg. Da ist doch der Weg. Und da ist anscheinend der Missionsmarker. Irgendwo. Oh, das ist schön geschützt hier. Nur mit dem Rauch sichtbar. So, ich könnt's tun. Ich könnt's tun. Ah, jetzt kann ich's nicht mehr tun. Hey, Arthur. Ja, hi. Ja, kann nicht dasselbe sagen. No. I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Ich bin ein harter Not one Hund. Of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. Ja, da freut er sich. Aber ich mich auch, ich brauche das Geld. Und dann, was braucht man noch? Doppelläufige Flinte. Obwohl, nie Pump-Action wollte ich. Da ist sie ja. Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you. I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. It'll be fine. Naja, nur weil ich dabei bin. Been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an O'Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, O'Driscolls are everywhere now. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. Cooles blaues Haus. Das müssen wir uns mal merken. Anyway. Das können wir ausrauben. Well, you know how it is? Few loose ends. Drink here, drink there. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry. Making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Nein, muss ich nicht. Bin schon ganz entspannt. Full undone more than once now. And you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Hey, rück mir mal nicht so auf die Pelle. All right, this is the spot. Hold up on this ridge. They should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Oi. Das sind aber viele Minuten, die das jetzt gedauert hat. Right on time. Get covered up. Doch nicht. Come on. Ride. Ich will mich noch maskieren. Das sind aber viele.
schon. Mist. Ah! Dass ich den getroffen habe. Unglaublich. Seid ihr tot? Alle tot? Wunderbar. Darf ich noch looten? Ich darf noch looten. Wunderbar. 12 Cent. Aber eine goldene Taschenuhr. Mindestens 2 Dollar ist die wert. Jo. Was ist das denn für ein Pferd? Sieht gut aus. Baylock. Ist das Maikas Pferd? Ja, jetzt chill. Hab die nicht umsonst abgeschossen. Munition kostet Geld. Ja. Die haben echt, obwohl es Maika ist, chillen die nicht genügend. So. Ich bin doch da. Eine Weile. Das glaube ich nicht. Ja, dann fahr. Ja, danke. Jetzt hat der aufgehalten. Okay. Baylock ist sein Pferd. Ich hätte es mir beinahe geklaut. Oh, ein Lancaster Repetiergewehr. What did I tell you? Like licking butter off a knife. Something like that. You don't want to just break it open here, be done with it. Could be more than we can carry. And there might be a second crew of riders tailing. All right, then. Not to mention, we ride back in with a big take and a new wagon to boot. Dutch can't say we ain't pulling our weight no more, can he? I ain't sure I trust this new act of yours one bit. Listen, I know we got off on the wrong foot, but I got no beef with you. Umgekehrt sieht's anders aus. Ich kann dich nicht ausstehen, Mann. Dutch knows I'm a hey, Pferd, vorsichtig. Same as you. Get things done. You'd be wearing a California collar now. Was haben wir denn da? Broken you out of jail. And I have expressed my gratitude, have I not? It's done. Nein. Main thing now is getting this haul back in one piece. Wieso war da gerade eine Filmsequenz? Nur ganz kurz? Keine Ahnung. Oh oh. Oh oh. Shit! Now we're being run! Get across the river! Oh oh. Ah. Die schöne Kutsche. What the hell? Nein. So, einmal. Gleich so viel auf einmal. Also Dynamit macht Spaß. Die Waffe macht auch Spaß. Mit Visier treffe ich ja ab und zu. Nein! So viel zu treffen. Das ist eine richtig gute Waffe. Ich mag's. Jetzt nicht mehr. Nein! Nur angefragt. Was für eine coole Waffe. Nein! Maika, was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich? Muss ich mich um alle kümmern. Schieß auch mal einen ab, ich kann nicht mehr. Stirb! So, alle tot? Wunderbar.
Nicht, wenn es nach mir geht. So. Alle tot. That'll show 'em. Why is it every job I do with you ends in a pile of dead bodies? Das ist eine berechtigte Frage. You've got a point. Ja, danach lässt du mich aber nicht mehr looten. Ich kenne das Spiel schon. Hier muss man selbst um sein Leben unterhalt sich kümmern. Nur mal ein paar. Nur mal ein paar. Ja, sofort. Die Leute liegen hier nicht zum Vergnügen. Also jetzt nicht mehr. Guckt mal, wie viel das sind. Oh, ich muss Dynamit wieder auffüllen. Ja, Maika, ich höre dich klar und deutlich. Ich ignoriere dich nur. Angebrochener Rum. Looten. Ja. Und so echt mal, mich so unter Druck zu setzen, obwohl ich mir das jetzt redlich verdient habe. Ich habe ein Wurfmesser zurückbekommen. Und eine silberne Taschenuhr. So. Na gut. On account of, well, this little mess. Na gut. Go on then. That should do it. Ja gut. Ich bin so ein guter Schütze. Come on, let's see if all this was worth. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. Oh, mindestens $10. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. Go see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Ja, ja. Spaßig, spaßig. Ich habe $300 bekommen. Nein, ein Zeuge. Kein Zeuge. Die müssen mich auch nicht immer sofort verpetzen. So. Maske an. Plündern. Haben wir endlich mal die Ruhe hier, bevor das Gesetz auftaucht. Beziehungsweise die Gesetzeshüter. Tjö. Ach, ist das schön. Der ganze Loot nur für mich. Ihr könnt... Ja. Mein Pferd kackt mal wieder. Ich fütter es doch gar nicht so gut, aber irgendwie hat es trotzdem eine recht muntere Verdauung. Ja, das ist mal ein Bild nach einer Schlacht. Ich räume das nicht auf. Ich verkrüme mich. Auf zu Dutch. Ah, hier ist noch der eine Zeuge, der irgendwie vom Pferd gefallen ist. Oh, noch ein Zeuge. Notwehr. Das war Notwehr. Der hat zuerst geschossen. Bin ich jetzt auch nichts dafür. Jo, dann schauen wir mal, ob der wenigstens was hatte. Ich hab mir doch einen Patronengürtel gekauft. Deswegen habe ich doch kein Geld. Also, die hatten nicht viel Wertvolles dabei. Oh, das Pferd wird schon klarkommen. Obwohl, so schlecht sah es gar nicht aus. Vielleicht hält man das hätten wir das mitgehen lassen sollen. Ich weiß es nicht. Aber ganz nette Gegend hier. Und ich habe das Gefühl, ich kann wieder ein bisschen Kopfgeld begleichen. Ich glaube, das ist auch ein Event, der schürft Gold. I hope you ain't looking for gold, partner. I ain't seen so much as a fleck round here.
Schade. Ich will doch noch grüßen. Grüß Arthur. Well, good luck to you. Wir warten noch kurz. Können wir vielleicht noch mal. Warten. Vielleicht findet er was. Anything. I'll take a cigarette butt at this point. Find doch einfach, was ich brauche, das Geld. Ja, natürlich. Bin der Netteste, wo gibt. Wait a damn second. Look at this. Oh, who's got gold? Who's got gold? Woohoo, I got. Jo, ich hatte was gefunden. Some gold. Look at this. Get out. Ja. Tut mir leid, ich bin ein böser Junge. I need assistance. I need a hob. Untie me. Später. Now I'm just gonna check you rotten bastard. Premium-Zigaretten, kleiner Schmuckbeutel, Goldnugget. Wo ist denn ihm sein Gaul hin? Da ist bestimmt noch was. Gaul, Gaul, Gaul. Wo bist du? Ich kann schon nicht dich einfach so verdünnisieren. Oh, ich habe die Fährte verloren. Hätte ihn wahrscheinlich gleich tracken sollen. Was macht mein Pferd? Schild in der Gegend. Oh. Servus, du siehst reich aus. Ah, da ist es. Ah, das ist meins. Ist egal. Ist auch ein nettes Pferd. So, aber das hat sich doch gelohnt, den auszurauben. War zwar jetzt nicht das Netteste, aber... Man muss ja auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen, nicht wahr? Außerdem haben wir ihn nicht umgebracht. Wir sind so gute Menschen. Wir sind so gute Menschen. So, einmal krieg ich jetzt noch ein Bart. Also ein Bart, kein Bart. Oh, das Wasser ist nicht tief genug. Mein Pferd bräuchte nämlich auch ein bisschen was. Was ist denn das eigentlich für eine Pflanze? Die lilanen hat man schon. Das war irgendwie so... Wasser... Klettenwurzel, sage ich doch. Oh, ich hab's gegessen, nicht gesammelt. Ja, stopf dir es ins Maul. Ihr wollt doch einsammeln. Mensch, was für eine Darmaktivität. Da kann ich nur von träumen. Sollte echt mehr Ballaststoffe essen. So, wie viel muss ich davon einsammeln? Bis das Inventar platzt, nehme ich mal an. Wir können uns jetzt auf jeden Fall eine schöne Ente schießen. So. Oder ein Enterich. Ich judge da nicht. Nein, nicht wegfliegen. Ah, ich hätte das Varmint Rifle nehmen sollen. Das war zumindest ein Headshot. Ich habe einen legendären Fisch entdeckt. So eine Ente. Sogar eine von Peking. Gute Ente? Nee, schlechte Ente. Dann wollen wir doch mal sehen. Na, der legendäre Fisch wird bestimmt nicht beißen. Also, ein Köder. Maisköder Käse. Da hinten sieht es auf jeden Fall fischig aus. Jo, einmal angeln wird ja drin sein heute. Kommt schon. Beiß.
Beichter. Lecker Käse. Oh Mist, damit wird man mich auffangen können. Bestimmt ein richtig großes Ding. Komm hier. Komm zu Papa. Wäre viel leichter, wäre ich am anderen Ufer. Hätte ich nie so weit rauswerfen müssen. Komm schon. Oh, komm her. Ja, wehr dich doch nicht so. Das wird bestimmt so ein 5 Kilo Hammerhai sein. Ja, keine Ahnung. Ich wäre dafür, dass sie mal Mäuse mit Force Feedback entwickeln. Also, dass eine Maus tatsächlich auch vibriert. Das wird auch Arbeiten in Word und Excel deutlich spannender machen. Boah, das ist ja ein Riesending. Mindestens 50 Zentimeter. Nee, aber echt nicht schlecht. Echt nicht schlecht, was bist du? 2,5 Kilo fast. Stahlkopfforelle. Behalten. Die gehört mir. Echt nicht schlecht. Na gut. Käseköder. Einmal können wir noch angeln. Da ist auch so ein richtig fetter... Richtig fetter Blubberding. Lebenszeichen im Wasser. Keine Ahnung, wie man das nennt. Wieso? Wieso rollst du? Wieso holst du die ein? Achso, automatisch mit Link-Shift irgendwie. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich war eigentlich sehr zufrieden mit dem Spot, wo ich war. Ist egal. Dann wird schon klappen. Glaube ich. I got something hooked. Sehr schön. Ach, Angeln macht hier echt Spaß. Komm schon. Oh, das ist ein ganz kleiner. Das ist ein ganz kleiner. Oh je. Ist ja noch ein Baby. Rotflossenhecht. You're coming with me. Behalte ich. Ich weiß nicht, ob die größer werden. Bestimmt. So, Angel weg. Und komm her, du Pferd. Du Pferdegesicht. So könnte man mich auch bezeichnen. Aber ich bin eher ein Pfannkuchengesicht. Ja, bist du nervös? Bist du nervös? Okay, gibt doch keinen Grund dafür. So, da drüben parkt gerade auch ihm. Ach, der angelt. Hier sind Angelbrüder. Na, beißen sie heute. So, vielleicht ist hier ja tief genug, um mal zu baden. Fürs Pferd reicht's. Was beschwert sich mein Pferd? Das ist über einen Fisch geritten. So, das reicht sogar für mich. Guckt mal die Blutlache, die da abgeschwemmt worden ist von mir. So, ich würde sagen... Yep. Wir gehen jetzt fürs Camp umziehen. Reicht diesmal leider nicht. Wir gehen kurz nach Valentine, obwohl die nicht sehr begeistert sein werden. Wenn sie mich erkennen und zahlen mal hier mein Kopfgeld ab. Das sind ja nur 60 Dollar. Das sind ja nur Peanuts. Oh, was konnte ich da machen? Was kann ich hier machen? Untersuchen? Gerne doch. Ich würde sagen, das war ein Waldbrand. Ja, nett. Nette Zeichnung, Arthur. Kommt an den Kühlschrank. Gibt's hier noch irgendwas zum Looten? Da gibt's was zum Looten. Ich hoffe, es ist noch ein Goldbarren. Vielleicht ist es nur Pferdearznei. Schrödingers Goldbarren. Und
Das ist eine tote Katze. Wundertonikum. Nur Wundertonikum. Was ist mit dem Goldbobbel da? Also gemahlener Kaffee, ja. Komm, Arthur. Versuch doch wenigstens da ranzukommen. Das blinkt doch auch. Das ist ein Goldnugget. Papa will das Goldnugget. Na gut, dann wo gibt's Wundertonikum? Wundertonikum. Trink mal eins. Dann können wir das aufnehmen. Und jetzt kommen wir ans Goldnugget. Ah, das wäre echt optimierungsbedürftig hier, das ganze Loot-System. Come on, girl. Naja. Wir haben ja ein Mittel gefunden. Um genau zu sein, ein Wundertonikum. Beamer trotzdem noch an das Goldnugget kommen. Ich glaube, die Nuggets sind gar nicht so viel wert. 10, 20 Dollar vielleicht. Ich weiß es nicht. Oh, wir könnten Zug ausrauben. Wenn er schon da schön steht. Oder wird er gerade ausgeraubt? Er wird gerade ausgeraubt. Sirs, we will not take up a moment longer than we got to. Give over your money and your valuables to my compadre here. Da warten wir einfach, bis sie das eingesammelt haben. Please, no, 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 don't hurt us. We'll give you whatever we got. And all of it? All right then. Let's kill these sons of bitches. Want to get notched? Erdet ihr nie? So. Gern geschehen. Die wollten die echt umbringen. Arschlöcher. Ich habe euch gerettet. So. 3 Dollar. Wir hatten nichts mehr. Ah, wenn jetzt ein Gesetzeshüter kommt, bekomme ich wahrscheinlich die ganze Schuld in die Schuhe geschoben. Ein Law Enforcement Officer. Ich dachte, ihr habt das Geld eingesackt. Euer armen Bastarde. Haben sie echt hingerichtet. Schauen wir mal hinten, ob sie das gelootet haben. Sieht so aus. Sieht so aus, als ob hier nichts für Papa wäre. Na, den kann ich doch suchen. Nichts drin. Schade eigentlich. So. Dann wollen wir mal die Schulden bezahlen. Ist das ein Ölfass? Nee. Nee, nur eine normale Kutsche. Da können wir nichts machen. So. Ich bin heute so ein guter Mensch. All das Zugpersonal und die Leute habe ich gerettet. Die Stadt wurde abgeriegelt. Warum nennt es? Uhuhu, da sind ja wirklich Patrouillen. Dann muss ich kurz hier weiterreiten auf die Emerald Ranch. Damit ich mein Kopfgeld los werde. Das kriegt man noch hin. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Weiß gar nicht, warum die sich in Valentine so anstellen. War ein ganz normaler Nachmittag. Also für mich, nicht für die. Ach, vielleicht liegt's daran. Vielleicht liegt's einfach daran. Könnten eigentlich auch, wenn wir auf eine stolpernde Kutsche nochmal mitnehmen. Da ist ein Typ. Sieht aus wie eine Gottesanbeterin. Ja. Ich hab das Geld. Okay, here you are. Aha. Seele ist wieder bereinigt. Dankeschön. Danke.
Let's go, girl. Ich wusste doch, dass ich ganz nett bin. Well, I'll have to take your word for it. Mach's gut. Nein, der sagt noch was. Zu spät. Hätte er sich nicht so lange Zeit lassen sollen. So. Auf die Emerald Ranch. Das wäre auch keine schlechte Kutsche hier. Man muss ja erst Kopfgeld auf sich aufhäufen, bevor man es ausgleicht. Sonst halt mal doppelt. Ich glaube, das maximale Kopfgeld ist eh $500. Und danach gibt es irgendwann tot oder lebendig. Oder das gibt es auch mittendrin. Ist hier Loot? Sieht nicht nach Loot aus. Schade. Sah so interessant aus. In dem Haus haben wir eigentlich auch noch nicht wirklich einen Besuch abgestattet. Der ganzen Farm eigentlich nicht. Das ist ziemlich schade. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Vielleicht dann was von ihren Kühen mitnehmen. Da müssen wir alles schauen. So. Und dann außenrum reiten. Dann müsste man ja eigentlich zur Poststation kommen, wo wir unsere Sünden wieder bereinigen können. Oh, da ist sie. Steht rum und sagt nichts. Ich glaube, das habe ich exakt an dieser Stelle schon mal gesagt. Keine Ahnung. Renn doch nicht gleich los. Ja, das ist ja in Ordnung. Ja, Entschuldigung. Wegen Corona. Gern geschehen. Ja. So sehe ich das auch. Na gut, dann würde ich aber sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.